Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General. Nee, scheiße. Battlefleet Gothic Armada 2. Ich war gerade noch gedanklich woanders. Das andere muss ich auch mal wieder spielen, um Gottes Willen. So, wir beenden mal die Runde. Die Necrons sind mit dabei. Und sie wollen springen. Ah, das freut mich. Das freut mich. Das heißt, das macht es hier alles ein bisschen leichter. So, wenn einer von denen springt. Ah, Spire ist noch geschwächter. Shitte, shitte, shitte. Also wir können ja erstmal... Nee, den wir einen platt machen. Ich brauche Verstärkung da. Kriegen wir vielleicht noch Verstärkung von... Nein, 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 er war ein zu viel. Aus dem Kardia-Sektor? Wo ist er? Du bist nicht in drei Runden da, ne? Du bist... Ach, du brauchst ja eine halbe Ewigkeit. Ach, dann bleib, wo du bist. Oder auch nicht. Warte mal, hier gibt es doch jetzt nach unten eine Verbindung. Hier musst du mal die Position halten. Vielleicht sollten wir hier auch diesen Sektor irgendwie schützen. Genau, machen wir Verteidigungsplattform. Ich hätte gerne jetzt beide in einer Runde. Das Problem ist, Spire, der hatte ein bisschen Verluste und die Kosten auch wieder zum Reparieren. 100 Punkte, damit sie wieder bei voller Sollstärke sind. Ich weiß leider nicht, was das Chaos da auch zu bieten hat. Und hier haben wir auch keine Verbesserung, keine Unterstützung. So kein Minenfeld oder so. Könnten da was bauen für 80, ja. Oder für 100. Minenfäller. Bei Minenfäller würden wir das verzögern. Das heißt, er kommt erst in zwei Runden. Dann könnten wir den hier platt machen. Und dann rumspringen. Das würde auch gehen. Aber wir müssen trotzdem uns reparieren irgendwie. Haben keine Zeit zum Ausruhen. Machen wir so. Den reparieren wir. Und hier würde ich sagen, machen wir die Verzögerung. Brauchen wir schon mal zwei Runden. So. Du. Spire. Und du. Ihr seid ja voll aufgerüstet. Wo kriegst du hier am besten Hilfe? Geistige von mir aus auch. Du kriegst nur da Truppenregeneration 3. Wie viel würdest du hier kriegen? 3. Ist gehüpft wie gesprungen. Was ist, wenn ich dich ins System zurückschicke? Da sieht schon mal besser aus. Da gibt es 9. Dann machen wir das doch mal. Springst du mal hier hin, nach Sabena. So, da könnten wir hier auch noch Geld reinstecken, aber wir könnten ja auch mal irgendwann neue Schiffe bauen. Darum lasse ich das mal. Dann haben wir eine Schlacht gegen das Chaos, gegen die 1000 Suns. Oh, die sind so ein bisschen grünlich. Normalerweise kennt man die ja in Blau-Gold. Ach komm, das machen wir mal. Autoschlacht, das ist was für Luschen. Wir wollen unsere Fehler selber machen. So, der Zielort. Quelle. Lebendes Metall. Erlaubt den Necrons bei jedem Zug eine schnelle Reparatur ihrer Schiffe. Ey, das ist ja geil. Warum spiele ich keine Necrons? Pass auf, dafür haben die kein Schild oder sowas. Oder nur Waffen mit kurzer Reichweite. Irgendein Haken wird das Ganze haben. Aber wir müssen Punkte einnehmen.
Das heißt, Hauptflotte wird dann hier angreifen. Warte mal, erstmal. Hier sagt man eine 1. Die 1 ist hier quasi. Du bist meine 2, richte dich aus. So. Bereit. 1 hierhin. 2. Gib Gas, du bist ein schnelles Schiff. All ahead, full. Was sind das für Schiffe überhaupt? Mechaniker, hier. Mechanikus oder sowas hier. State your order. Imperius, leichter Kreuzer. Sieht cool aus. Die sind wirklich cool aus. Gefallen mir besser als die von der imperialen Armee. Da gefällt mir meistens dieses Bug vom Schiff hier nicht. Und halt diese Kirchen oben drauf, quasi. Aber es ist halt eine Geschmackssache. Ship ready. Ship ready. So, wir haben 1. Minimum 2 Signale. So, ich würde... Komm, meist, wir machen mal Folgendes. Wir machen mal die Taktik. Die großen Schiffe... You have seized a strategic area. Können schon mal weiter. Auch eigentlich kann... Dirty 1. Könnt alle weiter. Underway. Da kommen Sonden oder sowas. Engage Engine Red Lines. Sollen sie uns auch identifizieren? Ist mir egal. Oh, das sind Geschwader. We wait your command. Haben wir nicht irgendwie was zum Abfangen? Abfangjäger? The enemy has seized a strategic area. Wird manuell abgefangen. Mit Flak. Abwehrgeschoss. Gut, dass die so nah beieinander stehen. We serve. So, wir machen jetzt Folgendes. Heading acknowledged. Angriff. Automatisches Schießen und der andere hier in unserer Nummer 2, der leichte Kreuzer, nimmt dann gleich die ganzen Punkte ein. Stasisbombe. Oh, das klingt ja fantastisch. Das klingt so. Komm. Und gleich die. Lass mal rum hinterher. Feuer frei. Ich glaube, die Combo war mal besser, aber. Du hast Torpedos, dreh dich. Nur 2, aber du hast welche. Thruster Routines active. Oh, da wäre Ramm, glaube ich. Enemy ship crippled by the lightning strike. Ich glaube, da wäre immer noch Ramm. Muss noch kurz pausieren. I, Admiral. So, könnt ihr bitte mal die Triebwerke. Ist das schon ein schwerer Kreuzer oder? Ne, ist ein Kreuzer Marauder. So, aber du kannst mal ein bisschen Gas geben. Raus aus dem Feuergefecht. Alter, man sieht richtig die Explosion so an den Schilden. Geil gemacht. So, du drehst dich. Du machst das gut. Feuer. Und abdrehen. Abdrehen. Einer kommt durch. Transition begun. So, was ist der mal mit ihmchen? Coordinates acknowledged. The enemy has seized a strategic area.
Na, ein bisschen vorsetzen müssen wir, glaube ich. Komm an. Super. Breitseite auswählen. Feuer. Blitzeinschlag vielleicht nochmal hier. Oder hier. Enter-Manöver. Feuer. Machine Spirit appeased. So, du bist immer noch nicht da. Was machst du den ganzen Tag? Engaging Engines. Bieg mal schneller da, mein Freund. Wir müssen hier auch mal gewinnen. Cruising Speed set. So, ich glaube, das war's dann mit denen auch gleich. Gemeutern. Aber das Schiff werden wir definitiv nicht übernehmen können, weil das halt vom Chaos ist. Geht ja gar nicht. Das Chaos kann man nicht. Da werden unsere Leute verrückt. Oh, da kommt schon uns wer entgegen. So, kannst du dich mal reparieren? Du bist mir schon zu kaputt eigentlich. Komm, die schicke ich nach Hause. Wir dürften eigentlich in Überzahl sein. Auch wenn es nochmal so ein großer Kreuzer ist. Die schicke ich nach Hause. Nee, komm. Mach mal Rückzug. Du bist mir eindeutig zu kaputt. We wait your command. Coordinates acknowledged. Plotting retreat. Wir sind eigentlich in Führung. Wir haben genug Truppen. Ist noch so ein Kreuzer der Marauder-Klasse. Den Punkt haben wir gleich. Den schicken wir zum anderen. Was ist das? Receiving your order. Ah. Zwei Truppen verloren. Enemy sighted. Identifiziert. Na los. Noch ein bisschen mehr. Revere the Omnisire. You have seized a strategic area. Ah, Torpedos kommen nicht an. We serve. Spire. You have seized a strategic area. Underway. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Na los, da muss was ankommen. So, jetzt kommt der Enter-Spaß mit der ganzen Familie. Zack, rüber. Zack, rüber. Und rüber. Was für ein Spaß. Jetzt hauen wir hier nochmal Plasma rein. Ship ready. Eins auf die Triebwerke. Ach, haben wir schon. Super. You have accumulated 50% Nachladen, reparieren. Target locked in. To serve the Omnisire. Dreh dich mal in die Richtung. Und dreh dich mal in die Richtung. Wenn jetzt die Stasisbombe kommt, können wir ideal eigentlich Torpedos schießen. Oh nein, es war zu früh. Ach, sogar in der Stasis bewegen sich langsamer. Die Melter, scheiße. Weil die Bomben. Torpedos, Entschuldigung. Schade. Enter-Manöver 2. Ram-Manöver eingeleitet. Energie. Meuterei. Ah, schade, ich wollte es nochmal rammen. Schade. Das Chaos hat keine Chance. Die imperiale Armee ist siegreich. Für den Gott-Imperator. In der Kampagne können Necrons antike Dolmentoren verwenden, was immer das ist, um von System zu reisen.
Okay. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Dämonische Sabotage. Das Schiff erleidet zufälligen kritischen Schaden. Fick dich, Chaos! Hm. Darum ist das jetzt so kaputt oder war das schon vorher kaputt? Ich weiß es nicht. So. Reparatur 10, Truppen 3. Ja. Schwerer kritischer Schaden. Upsi dupsi. Was kostet... Oh, what? Schiff zurückziehen. 32. Kriegen wir oder verlieren wir? Aber auch hier fehlen uns wieder Truppen. So, die können sich ja eh nicht mehr bewegen. Und den anderen hatten wir ja erst, ne? Dorthin bewegt, genau. Dann Runde beenden. Dann erwarten wir das andere Chaos-Schiff. Boah, die bauen da noch eine dicke Basis hin, die Schweine. Ach, die können da rausspringen. Wir nicht, oder was? Wir können da nicht angreifen. So ein Scheiß. Sowas liebe ich, ja. Reparieren, komm. Soll's. Erst kommt das Chaos-Schiff. Und danach noch die Elder. Das wird was. Das wird was. Nichts Schönes. Was bringt das für ein... Ja gut, erhöhte Reparatur haben wir da schon. Vielleicht, wenn wir das verbessern, können wir vielleicht Kardinalswelt. Kleine Werft. Ja, das ist wirklich klein. Strategische Position. Erlaubt Ihnen eine Raumstation zu bauen, wenn das System Stufe 3 erreicht. Ah. Gut, dann machen wir das doch mit Stufe 3. Jetzt haben wir hier auf unsere Reparaturrate auf jeden Fall verbessert. Reicht das vielleicht schon fürs Chaos-Schiff? Das muss reichen. Ich will Spire noch schützen gegen die Elder. Ah, die brauchen echt Truppen. Ich würde den echt gerne mal eine Runde in Ruhe lassen. Den guten. Ja, und dann war's das schon. Können wir... Was ist jetzt die Maximalgröße für eine Flotte? Noch 5... Ach ja, steht da, 500. 500 Punkte steht da, Mensch. Hm. Upgrade-Punkt haben wir auch nicht, schade. Kommen wir gerade nicht, wir haben zu wenig Geld, eindeutig. Und dieser Scheiß hier stört mich. Das Schlimme wird sein, wenn die ein, zwei Angriffswellen angegriffen haben, dann fehlen uns definitiv ein, zwei Schiffe. Ich überlege gerade, ob wir den Sektor einfach aufgeben. Nein, das ist ein falscher Gedanke. Wir kämpfen. Wir kämpfen.
Ja, sind leicht in Überzahl. Sieht cool aus, der Helm irgendwie. Aus wie ein Schnabel mit diesen schön leuchtenden Augen. Nee, Autoschlacht. Können wir aber 3-2-1 machen, wenn wir 3-2-1 in Überzahl sind, aber. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die Schiffe gut durchkommen, damit wir gegen die Elder an sich dann auch nochmal eine gute Runde haben. Da würde es vielleicht sogar Sinn machen, diese Abwehrplattform zu bauen. Und dann können wir da vielleicht eine Schiffsflotte da lassen und müssen nicht so viele binden. Der Mechanikus und die Space Marines kämpfen. Die imperiale Armee braucht Pause. Und die geben wir mal. Geländemäßig sehe ich keinen Vorteil für uns. Wir können gerade zufliegen. Aber ins Asteroidenfeld, so doof wie Teil 1 sind sie gar nicht mehr, ne? Die sind ja damals straight durch die Asteroidenfelder geflogen. Das sehe ich so gut wie gar nicht mehr. Ist eigentlich schön, aber auch irgendwie nicht. Was bedeuten dieses Symbol hier? Können wir die upgraden oder was? Oder sind die vollständig abgegradet? Oh, Stufe 4 von 4. Stimmt sogar. Warte mal. 0,06 Mut. Abklingfertigkeit, minus 15% Feuergeschwindigkeit, 15% kritische Waffen, oh, 30. Das macht echt was, wenn die Schiffe voll, ja, voll ausgebildet sind. Bringt was. Ja. Ich glaube, wir machen hier gar nichts groß. Ich setze alle mal eine 1. Underway! Drei Schiffe. Drei feindliche Feindschiffe. Man muss sich auch mal die Schiffe angucken, ne? Das erinnert mich gerade so an Star Wars. Nein! Warum macht er denn, warum schiebt er die Kamera hoch? Ich hätte das gern so seitlich gehabt. Oder kann man sich das auch da drunter angucken? Oh, wirft sogar Schatten. Schön. Ja. Feine Sache. Sind wir schon in Reichweite? Oder müssen wir uns noch mehr Schiff angucken? Na, da kommt der Feind. Erstmal, die Ansicht muss wieder so sein. Können wir hier die Geschwindigkeit ein bisschen drosseln? I am listening. Du kannst noch ein bisschen weiterfliegen. Dich erlaube ich das. Speed engaged. Aber ihr müsst aufpassen, ne, meine Freunde der Sonne. I am listening. Na komm, wir machen eine neue 1. Ihr seid meine 1 und du bist meine 2. So, die 1. Bitte jetzt weiter. Upsala. Upsala. 1. Show us the enemy. Energie. Die Space Marines sind ein bisschen flotter unterwegs. At your command. Engines engage. Tarnung. Enemy in sight. Und Feuer frei. Feel our might. Der war gut. Der war gut. Der war auch nicht schlecht von Vernichtungsgeschwader. Attacke. Und du, gib mal Gas, hau mal ab da. Kriegst mir gerade zu viel drauf. I am listening.
Enemy in sight. Ah, scheiße, muss das aufdecken. Give us purpose. Oh! Rearm! We stand ready. Sieht gerade ganz doof aus. Oh 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 oh. Reparier Space Marine. Where shall we strike? So, dreh dich. Ah, die Torpedos sind kaputt. Habe ich gesagt, du sollst sie reparieren? Waren wir nicht hier mal mehr Schiffe? Da hinten ist so einer. Initiate Thunderhawk bombardment. Machine spirit appeased. We stand ready. Generator ist kaputt. Our wrath cannot be denied. Show us the enemy. Na komm, lass auffeuern. Oh, 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 Generator vernichtet. Scheiße. Ey, machen wir uns fertig, das gibt's nicht. Boarding caused critical damage. Engaging drive. Skitari assault successful. Where shall we strike? Rearm. We are ready to serve. Nachladen und töten da. Where shall we strike? Oh, der brennt. Das heißt Attacke. Receiving your order. Engage ancient red lines. Engaging drive. Ah, war zu kurz, schade. Legio Cybernetica have boarded the enemy. Give us purpose. Er darf nicht entkommen, verdammte Scheiße. Initiate Thunderhawk bombardment. Impossible. Initiate Thunderhawk bombardment. Our rock cannot be denied. Receiving your order. So, bitte alle Mann. Oh nein, es sind nein. I am listening. Halt! Main batteries, fire! Wir sind noch drin oder scheiße? We are ready to serve. State your order. So, fordere. Show us the enemy. Launch Thunderhawks. Thunderhawk Power. To serve the Omnisire. With matchless efficiency. So. Ich finde es aber schade, dass es nach der Meuterei immer zu Ende ist, aber wir können die Schiffe ja nicht erobern. Aber wir haben trotzdem echt diese großen Kreuzer von denen. Die sind echt Hammer. Ich glaube, wir hatten nur leichte Kreuzer oder sowas. Das hat man doch schon ein bisschen gemerkt. Der steckt einfach mehr ein. Also als er zum Schluss keine Verstärkung mehr hatte, dann hat er natürlich von allen Feuer gefressen. Aber wir haben echt, ja, große Schäden hinnehmen müssen. Bei den Space Marines, das ist nicht so toll.
Und das große kommt ja erst noch. Ach ja. So. Die dürft noch einmal reparieren quasi. 44. Ey, das bisschen Geld, was ich einnehme, muss ich für scheiß verfickte Reparaturen ausgeben. Spire. Ah, dass wir hier gut reparieren können, das ist schon mal was. Aber wir haben ja nicht mehr die Zeit. Oder sollte ich die Space Marines vielleicht rausnehmen? Nein, das machen wir nicht. Wir geben für die Reparatur nochmal Geld aus. Und dann haben die keine Chance. Dann kriegen die so ein blaues Auge. Ich brauche hier echt zwei große Armeen. Um den einzunehmen. Dann machen wir Folgendes. Wir hatten noch nie auf unserer Seite so eine Verteidigungsplattform. So. Ja. Ich glaube, ich mache hier erstmal einen Break, damit das Video nicht allzu lange wird. Ja, und dann nächstes Mal kämpfen wir gegen die Elder. Hey, wir haben ja auch so viel zum Ausbauen, aber wir haben echt kein Geld. Besondere Zielorte. Todeswelt. Erhöht die Chance auf einen kritischen Angriff von der imperialen Flotte im Sektor. Die dort gebaut werden. Von imperialen Schiffen, die im Sektor gebaut werden. 5 bis 10%. Hoffnung. Naja. Aber hier unten sieht es noch ruhig aus, ne? Was könnten da kommen? Eigentlich gar nichts. Die hier, aber die kriegen erstmal gleich auf die Mütze. Ah, komm. Ich glaube auch, wir werden das so machen. Da ich zwei Flotten, die so stark sind wie Spire, brauche, um annähernd an das Chaos da oben ranzukommen. Weil die kriegen ja... Die haben ja das, diese Minen und quasi hier dieser Verzug quasi und diese Raumstation. Die Raumstation bringt, bin ich der Meinung, die ist bestimmt genauso stark wie er hier. Das heißt, wir brauchen Spire. Doch, es könnte vielleicht klappen. Na gut, das sehen wir nächstes Mal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt Bruder Heinrich. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.